So, hallo, ich begrüße euch zu einem Let's Play von Super Mario Bros. Wonder. Bevor es losgeht, erstmal kurz ein paar Worte. Es ist so gut wie blind im Sinne davon, dass ich schon ein paar Videos gesehen habe dazu. Also so die erste und zweite Welt kenne ich ganz, ganz grob, aber jetzt nicht so, dass ich die Level im Detail gesehen habe. Also was irgendwelche Secret Exits oder so angeht, bin ich schon auch am Suchen. Aber ich weiß so grob, wie das Spiel aufgebaut ist, wie die Oberwelt aussieht, was die Fähigkeiten sind und wie das Konzept des Spiels ist. Also so ein bisschen was weiß ich vom Spiel, aber selber gespielt habe ich es noch überhaupt nicht. Deswegen, es ist im Prinzip blind. Ich denke, man kann es blind nennen. Und wenn jemand das anders sieht, dann hat die Person halt Pech gehabt. So, ansonsten, wie jedes meiner Videos, es wird ungeschnitten sein. Aber ich denke mal, hier werden wir jetzt anders als bei Zelda nicht ewig lange irgendwo rumirren. Ich habe noch keine Kopfhörer auf einen Moment. Also Kopfhörer schon, aber ich habe noch keinen Ton vom Spiel. Eine Sekunde. Ich muss hier ganz kurz was entheddern. Das ist immer ganz fantastisch, wenn mir das vorher einfällt. So, zack, da haben wir es auch schon. Okay, ich starte derweil aber schon mal, ob ich jetzt Musik höre oder nicht, ist ja egal. Denn dann können wir schon mal die Intro-Sequenz laufen lassen, die halt Mario-typisch eine Intro-Sequenz ist. Du kannst Platin-Punkte erhalten, das ist doch toll. Ich spiele alleine. Zufall. Wait, what? Yoshis und Mopsi nehmen keinen Schaden, nutzen aber auch keinen Power. Nee, wir spielen natürlich ganz normal Mario, oder? Also ich denke, das ist am sinnvollsten, weil ja, ist halt so der Hauptcharakter. Wir spielen Mario. Passt schon. Zack. Okay. Ja, und wenn jetzt dann gleich die Intro-Sequenz losgeht, da haben wir sie schon. Ah ne, ich muss das noch drücken. Okay. Also ich habe jetzt noch keinen Ton, aber das macht nichts. Ihr habt Ton. Das sollte reichen. Willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit vom Pilzkönigreich entfernt. Mario und die anderen folgen einer Einladung von Prinz Florian und reisen zum ersten Mal dorthin. Oh, ich muss sogar schon spielen. Ja, das läuft ja super mit meinen Kopfhörern hier. Okay, einen Moment. So, zumindest auf der rechten Seite habe ich jetzt Ton. Okay, dann probieren wir doch gleich mal. Ich habe auch schon gehört, die Steuerung soll sehr, sehr smooth sein. Also viele Leute bezeichnen das Spiel tatsächlich als das beste 2D-Mario. Ich bin da sehr, sehr gespannt, wie ich das. Was war das denn? Okay, auf Y kann ich. Kann ich Symbole. Okay, das nützt mir wahrscheinlich nicht viel. Ach, warte, warte. Können wir gleich mal über Einstellungen reden? Rennen und Springen ist okay, Stampfattacke in der Luft ist okay, Bewegungssteuerung ein, ja, Rumble-Funktion normal, stark aus und kein Sound, ne, ganz normal. Abzeichenauswahl habe ich noch nicht. Plauderblume, Sprache ein, Text ein, Sprache ein, Text aus, Sprache aus, Text ein. Ja, sagt ihr bitte, wie ihr es haben wollt. Ich muss nicht unbedingt haben, dass die mit mir quatschen, aber mich stört es auch nicht. Lass wir die auf Japanisch quatschen. Ihr seht ja den Text von der Blume. Ich weiß es nicht. Wie klingt es auf Japanisch? Ich will es kurz ausprobieren. Ich will wissen, wie das auf Japanisch klingt. Online-Spielmitteilungen. Ich weiß nicht. Und wir lassen es mal an. Entschuldigung. Okay, ich liebe jetzt schon japanische Blumen. Hallo Luigi. Also, aber sagt mir bitte, wie ihr es haben wollt. Ja, wenn ihr da irgendwie Präferenzen habt, dann versuche ich mich nach euch zu richten. Kann ich mit euch quatschen? Nein. Okay. Ich meine, es ist jetzt eh nur die Intro-Sequenz. Normalerweise. Ja. Die Blumen sagen jetzt auch nichts inhaltlich Relevantes. Also, das passt schon so. So, jetzt kann ich auch noch links reinstöpseln und dann sind wir ready. Aber was ich schon mal sagen kann, die Steuerung war tatsächlich sehr, sehr angenehm.
Es ist halt eine typische Mario-Story, ne? Alles ist cool und dann ist alles schrecklich. Alles klar, Bowser mal wieder eskalieren. Na dann. War das nicht dieser fiese Bowser? Wie konnte er unser Blumenschloss und die Wunderblume stehlen? Unfassbar, dass dieser Kerl auf diese schlimme Art mit unserem schönen Blumenschloss verschmolzen ist. Damit darf Bowser nicht durchkommen, gar nicht auszudenken, was er alles anrichten könnte. Du möchtest helfen? Vielen Dank. Dann komme ich gerne mit und weise den Weg. Nur einen Augenblick. Alles klar, let's go. Also Mario, es geht bei Mario um Gameplay, nicht um Story. Es ist... Es ist halt eine Mario-Story. So, ja, da sind wir auch schon auf der Overworld. Und zumindest auf einem kleinen Teil der Overworld. Man sieht noch nicht viel. Kann ich da schon mal rauszoomen und mehr zeigen? Nein. Level, Charakteraufsteller... Die Aufsteller sind irgendwas, was man kaufen. Was ist das für ein Symbol? Online spielen. Nein, ich will nicht online spielen. Vielen Dank. Okay, ja, wir gehen einfach ins Level. Komm, wir machen nicht lange rum. Wir gehen einfach mal ins erste Level. Level haben immer eine Schwierigkeit, ihr seht es. Und diese umrandeten Symbole sind so Samen, die man im Level finden kann. Also die Collectibles, davon wollen wir natürlich alle finden. Genauso wie wir auch immer alle großen lila Münzen finden wollen. Wie gesagt, so grob das Konzept des Spiels kenne ich. Selber gespielt habe ich es jetzt noch überhaupt nicht. Das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich es anfasse. Los geht's! Und ich glaube, hier kriege ich jetzt auch gleich das Power-Up, was so im Trailer die Runde gemacht hat. Ne, kriege ich noch nicht. Okay. Hallo Goomba. Tschüss Goomba. Ja, Wandsprünge haben wir auch, was ich cool finde. Oh lol. Oh lol. Okay, interessant. Ja, also es gibt viele Sequels zu entdecken. Geht es in die andere Richtung auch? Wahrscheinlich nicht. War wahrscheinlich einmal, dass da etwas rauskam. Ja, okay. Also es lohnt sich sehr viel rumzuprobieren. Da ist schon mal die erste. Ah ja. Da ist der. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich vom Elefanten-Dings halten soll. Wie geht denn das jetzt kaputt? Hallo? Ah. Ah, so wird es auch gehen, okay. Aber ist natürlich interessant. Ne? Der Elefant kann halt so schlagen. Und ich glaube, das war alles, was er kann. Ist hier oben noch was? Nein? Okay. Tolles Wetter für ein Schnellfe. Tschüss. Gut. Noch ein Elefant. Ach, jetzt habe ich den im Inventar da drüben. Wenn ich jetzt A drücke... Ah, okay, das muss man gedrückt halten, dann kriegt man das Item da raus. Jetzt habe ich hier Wasser genommen. Kann ich das auch wieder raus? Ah, ja. Und immer wenn ich das mache, kommen Münzen oder was? Ach, Tatsache. Ja, so interessant. Okay.
Und bei bestimmten Pflanzen, wenn ich die bewässere, dann kommen da... Yo, okay, dann kommen da Sachen raus. Also, ihr merkt es hoffentlich, ne? Ich habe tatsächlich nicht so viel aufgepasst, als ich die Videos geguckt habe. Ich kenne die Secrets und alles nicht. Ich bin da trotzdem noch überrascht. Da muss man ja auf alles Mögliche achten hier. Sehr schön. Entschuldigung. So, mach dich weg. Hehe. So, alles klar. Hallo. Noch ein Elefant, aber jetzt haben wir voll das Inventar. Da kann ich bestimmt hier wieder durch. Genau. Und das sind einfach nochmal 4 weitere Münzen. Und hier kommen neue Röhren. Da muss man aber auch aufpassen, dass man sich nicht irgendeinen Weg verbaut, ne? Ah, da ist jetzt so ein Wundersamen. Die Wundersamen, wenn man einsammelt, passiert immer irgendwas mit der Welt, was meistens sehr verrückt ist. Und am Ende dieser verrückten Situation kriegt man dann den Wundersamen. Also das ist so eine Challenge, die man machen muss. Ja, ihr seht schon, da geht's jetzt ab. Hui! So, das hier sind die lila Münzen, wollen wir mitnehmen. Und hier will ich einmal hier drauf. Ich glaube, das geht auch so ein bisschen auf Zeit, diese Wundersamen. Aber ich bin mir nicht sicher. Gerade sehe ich nicht, dass irgendwo eine Zeit abläuft, tatsächlich. Vielleicht geht es auch nicht auf Zeit. Vielleicht habe ich auch gelogen. Den hätte ich gerne, sehr schön. Jawohl. Und da ist der Wundersamen. Den wollen wir haben. Sehr schön. Es gibt am Ende des Levels auch immer einen Wundersamen, wenn man das Level abschließt. Also einen kriegt man sozusagen automatisch, wenn ich jetzt nicht alles täuscht. Und ansonsten haben wir aber, glaube ich, alles gefunden. Ja, sehr schön. Und man muss auch tatsächlich, also das gehört zu den 100%, wenn man die machen möchte, man muss in jedem Level die goldene Fahnenstange erreichen. Also oben. Na, so, haben wir jetzt gemacht. Aber das wird sozusagen gemerkt, ob man das schafft oder nicht. Und genau, hier am Ziel kriegt man dann immer den letzten Wundersamen. Gut, sehr schön. War jetzt ja auch kein schwieriges Level, ne? Wenn es euch so geht wie mir, ich fand auch, als ich die Videos dazu gesehen habe, ich fand so die ersten Levels sehen noch sehr normal aus. Und da dachte ich so, naja, es ist halt ein normales Mario-Spiel. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber es wird doch sehr schnell... merkt man, dass sie sich viele Gedanken gemacht haben und dass es wirklich ein cooles Spiel geworden ist. Und deswegen, ja, ich wollte es dann schon selber spielen. Und habe dann eben auch aufgehört zu gucken und will jetzt erstmal selber spielen und dann gucke ich halt weiter. Wenn ich selber ein paar Level geschafft habe. Prima, Wundersamen werden uns auf unserem Abenteuer sehr nützlich sein. Sammeln wir doch noch mehr. Das tun wir. Ja, genau, das hier ist so eine kleine Intro-Welt wahrscheinlich. Weil ich sehe jetzt noch gar nicht so richtig die große Overworld. Ah, hier! Guck mal, genau, da ist... Ja, richtig, jetzt seht ihr das nämlich. Wir sind hier auf diesem kleinen... Ja, perfekt. Wir sind da links unten, ne, auf dieser kleinen Vorwelt. Und die große Overworld kommt dann erst. Sehr interessant. Was ist Reisen? Huch. Ah, ja, okay, alles klar, cool. Sehr schön. Genau, und hier kann man jetzt aber eben angucken, wie man die Level geschafft hat. Wir haben die Fahnenstange, wir haben die 2 Wundersamen und wir haben alle 3 lila Münzen. Wunderbar, so muss das sein. No? Gut, gehen wir in die Piranha-Pflanzen-Parade rein. Entschuldigung. Ich habe noch ein bisschen Husten, aber ansonsten ist alles gut. Da hinten ist eine Münze. Wie komme ich denn daran? Muss ich da durch die Röhre gehen? Geht nicht. Mit den Dingern kann ich auch nicht interagieren. Okay. Wir werden irgendwie nach hinten kommen. Bin ich mal ein Elefant? Ja, komm, wir haben einen Elefant im Inventar. Dann können wir jetzt auch den Kollegen hier probieren. Okay, hier geht's auch nicht rein. Vielleicht die rote Röhre?
Da hinten ist auch eine rote Röhre, also es könnte sein, dass die verbunden ist. Ich werde auch immer dazu sagen, wenn ich... Ja, Tatsache. Wenn ich jetzt aus Erinnerung von irgendeinem Video was weiß. Aber das war jetzt tatsächlich nur eine Vermutung. Ich habe es bestimmt in einem Video gesehen, aber ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Okay. Ja, jetzt gehen wir halt nach hinten zu der lila Münze, ne? Ich denke, viel mehr Secrets gibt es jetzt hier auch nicht mehr. Und jetzt können wir wieder nach vorne. Ja, wunderbar. Cool. Also kann man da doch dahin kommen, ja. Ja. Ich mag Japanisch. Ich mag Japanisch. Laufende Pflanzen, irre. Was? Sprechende Pflanzen? Okay, jetzt war es wieder weg. Egal. Fällt der runter? Nein. Da ist der Wundersamen. Ich will erstmal kurz hier rüber. Ja, okay, doch, dann gehen wir da. Dann nehmen wir den gleich. So, was geht jetzt ab? Oh, jetzt haben wir Scrolling. Oh, das war schlecht. Ach so, hä? Kann ich... Ah, ich kann jetzt gar nichts machen. Ach doch, ich kann was machen. What the heck? Ja, alles klar. Das ist okay, das ist leicht verrückt. Ah, sehr schön. Kann ich hier rein? Nein. Da ist er. Sehr schön. Das war ja verrückt. Okay, so. An der Stelle habe ich so eine Eingebung. Ich meine, man konnte hier irgendwie hoch für ein Secret Exit. Wir machen jetzt erstmal den normalen Exit, aber ich meine, hier oben ist ein Secret Exit. Nur schon mal für euch, den weiß ich leider schon. Oh, das wiederum wusste ich nicht. Na, aber wie gesagt, den Secret Exit hier weiß ich leider schon, dass es hier einen gibt. Sehr schön. Habe ich alles? Aber ich kann euch auch gleich sagen, woran man gemerkt hätte jetzt, dass man hier was verpasst hat. Bye bye. Bye bye. So, wenn man jetzt nämlich hier die Level up anschaut, dann haben wir hier, seht ihr das? Im Hintergrund ist so ein grüner Haken hinter allem und der ist hier nicht. Seht ihr das? Also ihr seht es hoffentlich auf jeden Fall. Das sieht man, ne? Das sieht man. Da ist so ein grüner, wie so ein Stempelhaken. Und daran würde man sehen, okay, hier fehlt noch was. Da fehlt noch was. Und dann würde man da nochmal reingehen und das machen wir jetzt natürlich auch. Ich weiß halt nur leider schon, wo etwas fehlt. Das ist, ja, ne? Also, am Anfang weiß ich halt ein paar Sachen, später dann nicht mehr. Also, ich hoffe, ihr seid da nicht zu böse, dass ich mir das schon mal angeguckt habe. Das heißt, warum solltet ihr böse sein? Das ist ein völliger Quatsch. Ach, Mist. Komm, wir holen uns gleich die Blume da hinten nochmal. Dann habe ich wieder meine Feuerblume. So. Aber ich muss sagen, also wo ich zustimmen muss, es spielt sich tatsächlich sehr, sehr gut. Es spielt sich sehr flüssig, sehr angenehm zu steuern. Doch, das gefällt mir. So, war das hier? Oh, die warte mal, wenn ich den Samen, den Wundersamen nicht einsammel. Komme ich da dann jetzt trotzdem hoch? Oder hätte ich...
Ich muss den Wundersamen dafür einsammeln, dass diese Röhren da auftauchen für den Secret Exit, oder was? Aha. Das wusste ich nicht. Aber auch voll lustig, wie sie aufhören zu singen, wenn man... Ja gut, wie sie aufhören zu singen, wenn man sie tötet. Was erwartet man? Natürlich müssen sie aufhören zu singen, wenn man sie tötet. Da kriegt man noch mehr lila Münzen, ist doch auch schön. Scheiße. Piranha Pflanzen. So, jetzt muss ich nämlich hier hoch. Nein, nein! Ah, Mist! Hier hätte ich... Scheiße. Oder musste ich da in die Röhre rein? Irgendwie hier... Irgendwo hier war der Secret Exit. Bin ich jetzt blöd? Ah, jetzt geht's hoch. Genau. So nämlich. So nämlich. Und dann kommt man hier vorne raus. Ja. Dann läuft man hier am eigentlichen Ziel vorbei. Und dann sieht man schon, hier hinten ist der Secret Exit. Oh, das wusste ich gar nicht, dass hier ein Leben ist, aber sehr schön. Cool. Jetzt habe ich aber ja eh schon die goldene Fahnenstange. Ich glaube, ich muss nicht nochmal ran, aber ich mache es natürlich trotzdem nochmal. So. Und jetzt haben wir plötzlich noch einen dritten Wundersamen bekommen, den es vorher gar nicht angezeigt hat. Ja, also, wie gesagt, diesen Secret Exit kannte ich leider schon, aber sowas verrate ich dann halt auch. Und wir machen das auch gleich. Denn mit diesem Secret Exit kommt man zu einem Toad. Was für ein Ort, um jemanden wie mich zu... Was für ein Ort, um jemandem zu begegnen, findet ihr nicht? Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Wir treffen uns doch gerade das erste Mal, ja? Oder kennt ihr mich etwa? Ich habe gehört, dass es in der Nähe irgendwo Schätze geben soll. Und plötzlich fand ich mich hier wieder. Was meint ihr? Wohnt auf den Inseln dort überhaupt jemand? Und was ist das für ein komischer Rauch? Ach ja, ich habe 50 Blumenmünzen gefunden. Ihr könnt sie gern haben. Irgendwo werdet ihr schon eine Verwendung für sie finden. Bis dann, später mal. Sehr schön. Ja, also das war ein Secret, um ordentlich lila Münzen zu bekommen. Gut. Und jetzt, wenn man jetzt nämlich das Level sich anschaut, jetzt ist da auch der grüne Haken. Alles klar, weiter geht's. Nix wie hinterher. Ah, das war jetzt nix. Aber ist okay. So, der Kollege hier... Hey, was sind das für komische Dinger, die man da so finden kann? Ich kenne die gar nicht. Ja, das heißt nichts wie hinterher. Aber trotzdem... tut er eigentlich... Ja, so viel dazu. Läuft er einfach nur weg, aber ist halt nicht weiter relevant. Kann ich hier rein? Nein, da kommt aber Wasser raus. Muss ich die alle kaputt machen? Weiß es nicht. Tschüss. Elefantigo. Okay, so, jetzt müssen wir mal hier gucken. Hier war eine Pflanze. Die gibt nur Münzen. War hier noch irgendwo eine Pflanze? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nicht, dass ich irgendwas verpasse. Okay. Kann ich den abschießen? Nein? Ah, shit. Das war dumm.
Okay, Koopa. Ich glaube, man kann Koopas auch nach oben werfen. Ja. Wollte ich gleich mal testen. Okay, da ist eine Rotröhre, da müssen wir bestimmt gleich rein. Oh, da sammelt mir die Münzen auch ein. Sehr gut. Guter Koopa. So, wir gehen nochmal kurz hierhin zurück. Habe ich mit dir schon geredet? Okay, du hast wahrscheinlich schon irgendwas gesagt, habe ich nicht gesehen. So. Ah ja, okay. Oh, das war schlecht. Nee, oder? Ich glaube, ich komme trotzdem hoch, oder? Yes. Komme ich an die Münzen auch noch ran? Nicht, dass die jetzt wichtig wären, aber einfach fürs Ego. Ah, wahrscheinlich nicht. Oh, okay. Und die letzte auch noch? Nice. Fürs Ego. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Also ich kann es wirklich nur bestätigen, es spielt sich sehr, sehr angenehm. Das freut mich. Also das ist es tatsächlich, verglichen mit anderen Marios, spielt es sich flüssiger. Ich kann es nur immer wieder so sagen. Tschüss. So, damit haben wir auch die dritte Münze. Du hast mich gefunden. Habe ich dich überrascht? Okay. Mehr sagt er nicht. So. Da haben wir uns gleich mal den wunderschönen Samen geholt. Oh, das ist jetzt ein Zeitrennen, seht ihr? Jetzt ist da oben ein Zeitlimit. Und irgendwie kriege ich Zeit immer zurück. Bleib stehen. Nice. So. Jetzt ist die Frage. Aber eigentlich haben wir alles, ne? Ich glaube nicht, dass ich was groß verpasst habe. Nee, ich denke, das passt. Wir können gehen. Auch da könnt ihr gerne, wenn ihr das Spiel schon kennt und wisst, ich habe irgendwo was verpasst, was Großes, Wichtiges, dann natürlich gerne Bescheid sagen. Du! Jetzt hätte mir fast hier mein Ziel kaputt gemacht. Sehr gut. Dann sollten wir alles haben in dem Level. Und ich werde natürlich auch versuchen, immer gleich alles zu machen. Also wenn ich sehe, ich habe ein Level noch nicht vollständig abgeschlossen, gehe ich gleich nochmal rein. Na? So, Level. Ja, abgeschlossen, perfekt. Dann kann man noch hier reingehen und ich glaube, jetzt geht's dann in die richtige große Oberwelt. Boah, das gefällt mir. Das Blumenschloss ist mein jetzt. Ich bin das Blumenschloss. So viel wundervolle Macht. Ich spüre, wie ich stärker werde und stärker und noch stärker. Bald wird alles weg. Ja. Dieser elende Bowser, er wird noch alles verwüsten. Das lasse ich nicht zu. Wir müssen irgendwie zu ihm gelangen. Nehmen wir davor doch eine Propellerblüte, um zu ihm aufzuschließen. Na, dann machen wir das doch mal. Oh, yeah. Hui. Ja, und damit sind wir jetzt in der ersten großen Overworld. Er wütet hier noch ein bisschen rum und verwandelt alles. Frech. Spitzenklasse, mein Papa ist jetzt ein Schloss. Er hat jetzt so viel Macht, dass niemand ihn noch aufhalten kann. Hehe. Ja, und ihr seht schon, man braucht die Wundersamen, um die Level zu öffnen. Aber davon haben wir natürlich immer genug. Das wird ja immer schlimmer. Schau nur, diese Pflanze hat sich um das Haus dort gewickelt. Ach, jetzt weiß ich. Wir sollten es einmal mit unseren Muttersamen probieren. Sie sind sehr mächtig, daher können sie uns vielleicht mit diesem Problem helfen.
Mach dich weg, Pflanze. Hattet ihr auch gerade diese komischen Bildfehler? Ich hatte gerade komische Bildfehler. Abzeichenhaus der Röhrenfelsenwiese. Ist hier alles in Ordnung? Ich hatte ja solche Angst, ich dachte, ich würde auf der Stelle verwelken, aber das Abzeichen ist mit Sicherheit. Oh, Abzeichen, die verleihen einem doch verschiedene Effekte, wenn man sie sich ansteckt. Reisende durch das Blumenkönigreich sollten sie oft nutzen, habe ich gehört. Also Prinz Florian, ich bitte dich, dass du dieses Abzeichen annimmst. Jemand von deinem prinzlichen Geblüt weiß sich etwas damit anzufangen. Ja, das hier ist mit das beste Abzeichen überhaupt. Man kriegt es gleich am Anfang. Und zwar so eine Art Schwebemütze. Toll, ich wollte ja schon immer eins haben. Vielen Dank. Mit diesem Abzeichen kann ich auf unserem Abenteuer bestimmt überaus hilfreich sein. Da geht mir das Herz auf wie eine Knospe. Ich bin ja so froh, dass es dir gefällt, Prinz Florian. Abzeichen können euch auf euren Abenteuern viele Unannehmlichkeiten ersparen. Bye bye. Tschüss. Kotzi, kotzi. Kann ich es auch schon nutzen? Kann ich das Abzeichen schon nutzen? Ich glaube nicht. Ah, doch, hier. Na, da, zack. Damit kann man nämlich so ein bisschen Zelda-mäßig schweben und das macht natürlich zum Beispiel es sehr oft leichter, an die Fahnenstange ranzukommen. Aber man kann immer nur ein Abzeichen, glaube ich, nutzen, also muss man dann mal so ein bisschen auswählen, was für eins man ins Level mitnimmt. Aber im Moment haben wir auch nur eins. Es gibt, glaube ich, auch immer so, genau, so Tutorial-Level, mit denen man dann die Abzeichen üben kann. Falsche Mütze, drücke in der Luft R oder schütte den Controller, um deine Mütze als Fallschirm zu nutzen und deinen Fall zu verlangsamen. Oh, ich kann auch den Controller schütteln. Probiere ich gleich mal aus. Oh, krass, Tatsache. Okay, das ist auch cool. Nice. Ja, das ist sehr cool. Okay. Schön, schön. Ja. Und jetzt darf ich mich hier frei in dieser Overworld bewegen. Seh dich mal hier um. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Da ist schon wieder eine von diesen widerwärtigen Pflanzen. Wir brauchen mehr Wundersamen. Ja, wir haben 7. Und um weiterzukommen, muss ich 10 holen. Also muss man verschiedene Missionen machen und die halt holen. Wohin gehen wir zuerst? Wenn du dir die Karte ansehen möchtest, drücke einfach L. Okay. Ich denke, an der Stelle sind wir dann auch erstmal an dem Punkt, wo wir sagen, hier schließen wir erstmal ab. Hier sieht man die verschiedenen Abzeichen. Also da gibt es eine ganze Menge. Ich kenne auch noch lange nicht alle. Also wie gesagt, es ist wirklich... Ich glaube, bis Welt 2 kenne ich halt ein bisschen was. Aber ansonsten ist es größtenteils blind. Wie gesagt, ihr habt es ja gemerkt, diesen einen Secret Exit kannte ich zum Beispiel. Es ist unfassbar, ich nehme auf, es kommt eine Mail. Diesen einen Secret Exit kannte ich zum Beispiel. Aber ansonsten kann ich hier irgendwas machen. Das sieht so verdächtig aus. Aber aktuell scheinbar nicht. Okay. Ja, und was es hier alles zu entdecken gibt, schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Und schreibt gerne, wie ihr es haben wollt, von wegen. Wisst ihr schon, ne? Mit den Blumen. Also es wird aber jetzt wahrscheinlich so 2-3 Parts, werde ich mindestens aufnehmen. Also wird es schon ein paar Parts dauern, bis ich dann drauf eingehen kann. Tschüss.